Hallo lieber Krebs, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal Seele Loana. Mein Name ist Tina, falls du mich noch nicht kennen solltest. Und das ist deine Botschaft oder ich lege hier gleich die Botschaften für dich aus für die kommenden 3 Monate Oktober, November und Dezember. Und falls du meine Monatsreadings kennst, werde ich eben halt hier für dich jetzt für die kommenden 3 Monate auch das komplette Kartenblatt auslegen. Ich habe hier schon die Lenormand-Karten liegen und auch für diejenigen, die mich eben halt nicht kennen, erkläre ich das ja jetzt gerade, wie das hier für dich abläuft. Ja, das wird so sein, dass du, egal ob Mann oder Frau, eben halt hier die Dame im Kartenblatt bist. Es gibt noch weitere Personenkarten, die erzähle ich dir oder erkläre ich dir eben halt im Laufe des Readings. Und spür immer bitte gut hinein, ob dieses Reading für dich stimmig sein kann, denn es ist ein kollektives Reading und nicht jeder Krebs wird eben halt dabei sein, ja? Hier geht es im Übrigen halt um das Sonnenzeichen Krebs, um den Aszendenten Krebs und wenn man eine starke Krebsbetonung hat, sprich eben halt so 3 bis 4 Planeten im Tierkreiszeichen Krebs hat, dann hast du eine starke Krebsbetonung und bist dann hier ganz genau richtig bei mir, ja. Ich empfehle generell halt auch, weil es hier halt auch um ein 3-Monats-Reading geht, immer wieder mal hier hineinzuklicken. Selbst wenn du jetzt vielleicht sagst, ich glaube, ich bin da so irgendwie nicht dabei, kann es gut möglich sein, dass dann doch etwas sich im November zum Beispiel ergibt, wo du dann sagst, Moment mal, da habe ich doch irgendwie was gehört. Da klicke ich noch mal rein. Ja, kann ich eben halt nur empfehlen. Genau. Am Ende des Readings werde ich dir eine Karte aus The Map, Weisheitskarten der Seele, ziehen. Und werde auch dann aus dem Booklet vorlesen. Die Karten werden aufrecht oder umgekehrt gedeutet. Mal sehen, wie sich deine Orakelkarte eben halt hier für die kommenden 3 Monate dann zeigen wird. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt hier im Großen und Ganzen alles erwähnt und ich lege dann auch mal gleich los. Für dich, lieber Krebs. Die Botschaften für die kommenden 3 Monate, Oktober, November und Dezember. Da ist der Park rausgefallen. Der Park spricht für die Öffentlichkeit, für das Treffen, das Offensein. Und für, ich sage auch immer ganz gerne, je nachdem, fürs Durchatmen, ja, je nachdem, welche Zeit du hinter dich gebracht hast, dann ist auch mal die Zeit des Durchatmens, der Freizeit eben halt auch an der Zeit. Und mit dem Park hat man im Übrigen halt auch Masken auf, beziehungsweise zeigt eine Fassade im Außen. Oder eben halt auch etwas kommt im Außen für dich, ja. Auf jeden Fall werde ich mir die Karte genauer anschauen, wo die sich ins Kartenblatt legt, weil die ist jetzt so aus dem Kartenblatt herausgesprungen, die möchte dann eben halt auch gesehen werden, ne? So. Ansonsten sind die Karten ganz gut gelaufen und dann lege ich jetzt mal auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So. Der häusliche Bereich liegt ja als erstes. Das passt irgendwo halt auch sehr gut im halt zum Tierkreiszeichen Krebs, ja. In der Astrologie ist halt auch der Krebs das 4. Zeichen. Das Haus hier im Lenormand ist auch die Zahl 4. Generell ist das Tierkreiszeichen Krebs ja auch ein sehr häusliches Zeichen. Ja, es passt hier für meines Erachtens schon ganz gut. Mit dem Anker habe ich hier irgendwie so schon das Gefühl, dass es bei dem einen oder anderen halt auch um das Thema Arbeit und Homeoffice geht, nicht häuslichen Bereich. Also um das Thema Homeoffice geht. Ne? Das ist da womöglich, ja, im Anbetracht der Zeit, in der wir jetzt schon eine ganze Weile sind, wirklich häufig halt auch Diskussionen womöglich halt auch zu Hause gibt, ne? Wenn der eine vielleicht Homeoffice hat und der andere Homeoffice hat
Und das Kind womöglich eben halt auch, je nachdem, zwei Kinder dann halt auch noch zu Hause Homeschooling hatten. Ne? Ich meine, jetzt ist das ja momentan nicht mehr so, aber ich meine jetzt mal so generell gesagt, dann kommt das natürlich halt auch immer wieder zu Diskussionen. Ne? Zum anderen nehme ich aber auch hier direkt wahr mit dem Haus, Anker, Ruten und der Hund eben halt auch dabei. Ja, gehe ich mal, kommt mir so der Impuls von, dass es hier um Themen geht, die ja doch recht hartnäckig sind, die den häuslichen Bereich aber jetzt halt auch betreffen, die den Privatbereich betreffen, aber auch generell den familiären Bereich betreffen. Vielleicht nicht also sogar in deinen eigenen vier Wänden, sondern eben halt darüber hinaus die Familie, ne? Eltern, Großeltern und so weiter, ja. So, noch habe ich keine, also noch bist du nicht im Kartenblatt erschienen. Okay. Gehen wir schon hier so eher in die bewusste, nachdenkliche Reihe. Da bist du, ne? Kaum ausgesprochen, schon bist du da. Aha, okay, hier nehme ich schon direkt das, nee, den nächsten Impuls wahr. Du liegst hier im Haus der Entscheidung, spricht halt auch immer so von einer Wende, die Wege, ja, und dadurch, dass hier halt die Wege auch sich ins Buch gelegt haben, ja, geht es eben halt darum, ja, um Entscheidungen und zwar, wenn das mit dem Buch in Verbindung ist, sehe ich das immer auch als dem Lernen und auch als Prüfung eben halt auch an, ja. Genau, das nehme ich hier direkt wahr. Aber mal eins nach dem anderen, sage ich jetzt mal so. Ja, ich habe ja jetzt schon zu den ersten Karten ein bisschen etwas gesagt. Und jetzt arbeite ich mich jetzt mal hier hervor. Ja, was bringst du denn jetzt hier mit in die nahe Zukunft? Hier haben wir den Mond, das ist auch deine Karte, ja, der Mond. Da nehmen wir noch den Reiter dazu. Also da kommt etwas auf jeden Fall auf dich zu, wo du noch mal so in der Tat ins tiefe Grübeln kommst. Ja, es scheint dich schon auch emotional zu berühren, zumal sich eben halt der Sarg darunter noch gelegt hat ins Haus des Mondes. Mond sucht auch so sein eigenes Haus. Ja, ist dann immer so eine stärkere Energie, die dann da zu sehen ist. Das heißt, da war er eben halt schon mal irgendwie sowas gewesen und jetzt kommt eben halt wieder eine Situation, die kann auch hier mit dem Reiter sogar ganz schnell eben halt jetzt hier kommen. Also möglich, dass sich das hier schon im Oktober dir zeigen wird, die Situation, wo du eben halt noch mal ziemlich drüber nachdenken wirst, ja. Es ist so. Wenn ich mir hier das mal hier so anschaue, ja, das, was hier auf dich zukommt, ist schon etwas Freudiges. Also man sieht hier halt auch so mit dem Kreuz und Blumen, ja, so dass ich da sagen kann, das ist schon eben halt ein sehr schönes, ein sehr großes, ein ganz tolles Geschenk, ja. Jetzt setze ich aber eben halt dahinter, Komma, aber, weil, ja, hier der Berg kommt, ja, und das ist halt auch nochmal so diese etwas schwerere Seite des Berges. Also da ist so eine verhaltene Freude, beziehungsweise da ist so, wie soll ich mal sagen, man freut sich oder du wirst dich freuen, aber gleichzeitig schwingt da eben halt so eine Schwere mit, ja. Genau, und wenn ich dann. Also beide Bewegungskarten hast du hier, von beiden Bewegungskarten bist du eben halt eingekreist. Also erstmal hier sehe ich eben halt in der Tat, dass das, was ich gerade gesagt habe mit Mond und Sarg, das kommt ganz flott auf dich zu, ja. Dann haben wir ja eben halt hier die Karte, die nochmal in diese Kombination sozusagen hineinfährt, ja. Jetzt ist es so. Das Schiff wiederum legt sich eben halt zu der zugänglicheren Seite hin, beziehungsweise da sagt man halt auch, da ist man überm Berg. Das heißt, dass du eben halt mit dieser Situation, mit dem Schiff, ja, da hast du eben halt auch schon mal etwas gemeistert, ja. Und ich sehe das hier schon,
in Verbindung halt auch hier mit Gesprächen und Diskussionen. Und das kann hier wirklich halt auch wie so eine Art Altlast sein, worüber gesprochen wird. Ja, also es ist ja auf jeden Fall nicht etwas nicht Unbekanntes mit dem Hund halt auch. Ja, für möglich ist es sogar so, dass du so ein bisschen eben halt auch darauf gewartet hast. Ja, weil der Hund spricht mir irgendwie halt auch davon. Und ja, okay. Also, okay, haben wir es schon mal so ein bisschen eingekreist, um was es jetzt hier gehen kann. Also um Diskussionen, die dir nicht ganz unbekannt vorkommen. Und eben halt, die dich da halt auch schon mal so sehr emotional eben halt auch berührt haben. Es ist auch noch gleichzeitig eben halt an den Karten in deinem Kopf, also in der bewussten Ebene zu sehen, mit den Wolken und dem Hund. Ja, dass da eben halt auch schon ein bisschen ähnlich eben halt dem, was hier liegt, ja, ja, eine Unsicherheit ist, eine Unklarheit ist und irgendwie halt so, irgendwie so diese Gedanken, die ich hier wahrnehme, ist auch so eine Energie von, wie soll ich mal sagen, das sind keine unbekannten Gedanken in diese Richtung oder in diesem bekannten Thema, ja. Und eigentlich könnte man glatt sagen, wieder weißt du nicht so richtig, was soll ich jetzt damit tun, was soll ich jetzt damit machen, ja. Und deswegen kommt mir auch schon ganz stark direkt als nächstes eben halt rüber, was ich gerade eben halt schon erwähnt habe, wieso du halt in Wege liegst und die Wege praktisch gesehen als Entscheidung, als Lösungsfindung eben halt für dich als eine Prüfung darstellt, weil du da schon mal gewesen bist, ja. Hier geht es um eine Verbindung, mit der irgendwie in der Vergangenheit alles offen war. Also irgendwo ist, ja, ist da eben halt kein Abschluss und es ist etwas offen geblieben in dieser Verbindung. Und das ist eben halt auch genau das, wieso dich das jetzt eben halt hier in den nächsten 3 Monaten, also da wird ja diese Situation kommen in den kommenden 3 Monaten, was dich eben halt erneut, ich sag jetzt mal, wuschig im Kopf macht, ja. Das sehe ich eben halt hier, ne, an dem Park im Ring. Der Ring ist in Wolken und die Wolken hast du eben halt im Kopf, ja. Ich sehe halt auch hier, wenn ich mal direkt hier bei der Ebene bleibe, was du so im Kopf hast, ja, da mischt ja auch das Kreuz mit, ja. Also das ist so auf jeden Fall eine Situation, die für dich kommen soll. Dafür, wo für mich eben halt das Kreuz dabei liegt, dann heißt es immer so für mich, da hat die geistige Welt die Hand im Spiel. Da soll auf jeden Fall eine Situation, ein Thema auf dich zukommen. Und das sehe ich hier auf jeden Fall in Verbindung hier mit dem Brief, weil im Haus des Kreuzes liegt der Brief. Dann haben wir sogar im Haus des Briefes direkt das Herz dabei liegen. Also es wird auf jeden Fall eine Herzensentscheidung für dich werden, ja, so wie das eben halt hier für mich liegt. Und das kommt meines Erachtens wirklich sehr rasch auf dich zu. Ich habe auch das Gefühl, dass es hier um jemanden geht aus deiner Vergangenheit, mit dem eben halt etwas in Bezug halt auf eine Verbindung offen ist. Und ja, und da kommt jetzt mal für mich eben halt hier Kontakt hinein. Da hier der Herr sich halt auch für dich hier so in der Vergangenheit gelegt hat und hier der Herr, also das Gegenüber, jemand eben halt, der dir eben halt ganz, ganz wichtig ist, ist abgetaucht und womöglich halt auch vor dieser Situation, die hier offen ist, geflohen. Da das Gegenüber eben halt Störche und den Brief vor sich liegen hat, nehme ich hier wirklich ganz stark an, dass es hier darum geht, dass er oder sie, ne, bitte umswitchen, eben halt hier eine Nachricht dir zukommen lässt, wo er etwas, er oder sie eben halt in Veränderung bringen möchte. Und ich glaube, das ist es eben halt genau, was dich dann eben halt so, ja, wuschig machen könnte, ne? Weil ich dich hier wahrnehme, so, ja,
Da stand ich schon mal und jetzt weiß ich wieder nicht, ne? Also ich denke mal, da ist natürlich halt auch so einiges geschehen. Das wird auch nicht so unberechtigt sein, dass du diese Gedanken eben halt hast. Ja, es ist eh alles wertfrei gesagt. Das sind Botschaften für dich, die ich eben halt hier sehe, die ich hier empfange, die ich eben halt spüre, die eben halt intuitiv für mich hier da sind, ja. Genau. So, ich komme da gleich noch weiter zu. Ich switch noch mal rüber zu dir, ja, weil ich hatte jetzt ja die Gedankenebene und jetzt haben wir ja hier halt auch noch eine Karte unter dir liegen. Das ist immer so eine Energie, entweder weißt du davon nichts, also weil sie eben halt im Unbewussten liegt, ja, oder eben halt, das ist so eine Energie von etwas, man kann es momentan nicht. Von daher verdrängt man es, schiebt man es eben halt beiseite, ja. Das ist aber schon eben halt hier ein recht wichtiges Thema, weil wenn ich hier sehe, ja, dass sich das Kreuz hier halt auch in die Eulen gelegt hat, ja, und die Eulen, wie gesagt, hier für Zweifel, Kummer, beziehungsweise eben halt auch von größeren Veränderungen, die da kommen wollen, ja, habe ich so das Gefühl, dass die Situation, die da für dich in der Vergangenheit gewesen ist, also schon mal so ein Gefühl ausgelöst haben, dass das eben halt nicht nur eine kleinere Veränderung für dich ist, da scheint es etwas dann mit diesem Menschen zusammenhängen, mit einer größeren Veränderung, für einen größeren Umbruch für dich, ja. Und ich denke mal, hier mit den Eulen halt auch in Sonne und die Sonne liegt eben halt auch hier beim Gegenüber. Ja, ist da erstmal so diese nebulöse Sache, die da zwischen euch ist, die sich klären wird, wo dir etwas ins Bewusstsein kommt, wo dir eben halt auch quasi so die Augen aufgehen werden, ja. Und zum anderen hängt aber da schon etwas damit zusammen, so von wegen, wie geht's denn dann jetzt hier mit uns weiter, ja. Und da womöglich weißt, ja, dass da einem halt eine größere Veränderung, ein größerer Umbruch für nötig ist, ja, kann es natürlich gut sein, dass das hier bei dir eine Angst auslöst und du eben halt deswegen etwas eben halt, ja, entweder erneut verdrängst oder eben halt in der Tat jetzt angehst. Es ist auf jeden Fall von dir quasi, wie soll ich mal sagen, die Aufgabe, es anzugehen. Also es nicht nochmal für dich hier zu verdrängen und, zu verdrängen, ja. Ich habe im Moment hier gerade gar nicht so das Gefühl, dass du es nicht weißt, ja, weil dafür ist die Sache hier eigentlich letztendlich zu sehr bekannt, ja, worüber da diskutiert wird. Ich sehe hier halt also auch schon hier, der Bär ist ja nun halt auch noch eine andere Person. Und damit hängt auch hier der größere Umbruch eben halt für dich zusammen. So sehe ich das hier eben halt. Ja, ich sehe eben halt auch hier sowas von, dass du ein Schuldgefühl hättest, ja, dich in diesen Umbruch irgendwie zu gehen. Also es wäre schon eine große Herausforderung eben halt für dich. In der Tat hier halt auch mit Sense und dem Kreuz, wo du sagst, oh, wow, das ist schon eine Hausnummer, was ich da jetzt angenommen angehen müsste, ja, und ich nehme aber auch wahr, lieber Krebs, dass das nicht jetzt bis Ende des Jahres ist, also dieser Umbruch, wenn du ihn dann angehst, ja, sondern dass das eben halt schon noch bis ins Jahr 2022 mit hineingehen wird, ja, also jetzt bitte nicht in Angst verfallen, oh Gott, was kommt da auf mich zu, hier wird auf jeden Fall etwas in den kommenden 3 Monaten angeleiert, sozusagen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ja, was dir, wie gesagt, nicht unbekannt vorkommt, es hat auf jeden Fall etwas mit der Liebe zu tun, hier kommt auch eine ganz liebevolle Nachricht auf jeden Fall. Und der Bär, der hier im privaten Reading bei mir eine männliche Person ist, hier im allgemeinen Reading kann es eben halt auch eine Frau sein, so wie du es gerade eben halt brauchst, ja. Damit hängen natürlich halt auch diese Umbrüche zusammen, ja. Ich sehe halt ja auch hier, du liegst hier mit dem Bären quasi eben halt in einer Linie. Ich sehe hier mit, der Bär liegt auch in Lilie, deswegen nehme ich diese Diagonale also auch ganz klar wahr mit dir und dieser Person, ja. Denn die Lilie und dem Ring, ja, da ist es irgendwie so, dass man sich irgendwo aneinander gerauft hat, ja, man sich immer wieder entgegengekommen ist, immer wieder sich gegenseitig unterstützt hat, ja, also
Genau so, weil ja hier etwas unklar war und hier das Gegenüber, was hier im Halt liegt, im Fische, ja abgetaucht ist. Er oder sie war ja auf einmal nicht mehr da, ne? Und taucht jetzt eben halt hier wirklich ganz plötzlich auf. Und die Zeit, die da gewesen ist, ich sag mal, das hat dich hier auf jeden Fall gestärkt, ja, weil der Bär halt auch auf jeden Fall ja von Stärke spricht und von Selbstvertrauen, von Mut, also irgendwo hast du da die Zeit quasi so für dich eben halt genutzt, so will ich das mal sagen. Aber zum anderen, dadurch, dass das hier, dass ihr so euch auch aneinander gerauft habt, ja, mit dem Bären, ist hier für mich halt auch so eine, wie soll ich mal sagen, also auch eine ganz, ja, mit den Blumen ist es jetzt nicht das Herz, ja, aber es ist hier schon irgendwie sowas von Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, so ein bisschen eben halt von Win-Win, man hat sich verstanden und so weiter, ja, so irgendwie sowas nämlich hier in der Tat war. Was ich auch noch sehe, ist, dass hier in deinem Haus der Schlüssel ist, im Haus des Schlüssels ist die Sonne. Wie gesagt, im Haus der Sonne haben wir die Eulen, in Eulen das Kreuz und im Kreuz haben wir halt den Brief, ja. Ich sehe hier schon, dass du diese Situation auf jeden Fall meistern wirst und das ist irgendwie halt auch, ja, ein schicksalhaftes Geschenk für dich, ja, nämlich damit dieser Nebel, den du hier im Kopf hast und dieses ganze bekannte Hin- und Hergerissensein-Gefühl und an diesem Gefühl von Unklarheit, Unsicherheit, was war das denn und ich verstehe es überhaupt nicht und ist das quasi wie so ein Geschenk, eben halt jetzt ins Bewusstsein zu kommen, was ist denn da überhaupt passiert, ja? Und dadurch, dass das Gegenüber hier so liebevoll irgendwo auf dich zukommt, kann ich mir gut vorstellen, dass es hier in der Tat für dich in der Tat ein Problem ist, ja? Wie gehe ich jetzt damit um? Also hier mit dem Schiff sieht man das ja eben halt auch ganz deutlich, ne? Weil das Schiff fährt eben halt hier in Richtung Berg und nicht in Richtung der Blumen. Dann wird es noch von der Energie jetzt halt ganz anders aussehen, ja? Aber hier ist der Berg dazwischen und das scheint schon eben halt für dich ein Problem darzustellen. Also hier ist so Freude, aber gleichzeitig habe ich ein Problem damit, so unter dem Motto, ja? Ich kann dir aber auf weiterer Zukunft sagen, das sehe ich aber wirklich gar nicht unbedingt so in den kommenden 3 Monaten. Du hast nämlich hier das Kreuz mit Fuchs, dann haben wir hier den Park und die Blumen, ja. Das ist die weitere Zukunft. Also ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es jetzt noch bis Ende des Jahres so sein wird. Also du wirst die Situation mit dem Gegenüber hier meistern, also du wirst reden, du nutzt die Gelegenheit, um dir nämlich halt auch Klarheit zu verschaffen. Aber Kreuz und Fuchs, ja, da sehe ich eben halt schon auf Zukunft, wie soll ich mal sagen, dass ich muss erstmal nochmal an dieser Stelle sagen, es sind ja Prognosen und Tendenzen und ich gebe dir diese Botschaft mit, lieber Krebs, ja? Und du hast ja jetzt eben halt die Möglichkeit, wenn ich dir jetzt sage, mit Kreuz und Fuchs, ja, dass es hier gut sein kann, dass du dann auf einmal an einem Punkt X dann doch deine Herausforderung nicht annimmst, ja, und womöglich hier irgendwie eine Maske aufsetzt und mit den Blumen, ich weiß nicht, so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel, kann ich das so sagen? Also da darfst du wirklich aufpassen oder da darfst du auf dich Acht geben, weil du liegst hier in der Entscheidung und du bekommst hier eine wundervolle Nachricht und nur du kannst wirklich sagen, wie geht es weiter? Also ich sehe hier schon mit dieser Personenkarte schon eine Verbindung, auch wenn ich jetzt hier keinen Ring hier liegen habe, ja. Aber dennoch sehe ich hier eben halt eine Verbindung, zumal hier halt auch noch der Schlüssel dabei liegt. Also da liegt eben halt eine Person sehr sicher. Und nur du kannst für dich wirklich entscheiden, wie du
in Zukunft für dich vorangehen möchtest, wo eben halt wirklich dein Ziel ist, wo du eben halt gerne ankommen möchtest. Also ich würde dir laut deinem Kartenblatt, laut deinem Reading hier nicht empfehlen, hier um den heißen Brei zu reden, so wie es gewesen ist. Dann könnten nämlich quasi wie so ein Rollentausch sein. Dann tauchst du auf einmal ab, ja, dann seid ihr womöglich da wieder in einem Kreislauf, den ihr schon immer gewesen seid. Also dann könnte man wirklich sagen, dieses ewige von hin und her gerissen sein Gefühl, ja, ja, nimmt nicht unbedingt ein Ende, will ich mal sagen. Und genau, das sehe ich nämlich auch hier dran mit dem Hund, dem Ring, der Sonne und den Eulen, ja, sehe ich hier schon eben halt auch viel Bewusstsein, viel Augen auf, beziehungsweise eine bewusste, größere Veränderung, ja, eben halt in einem bekannten Kreislauf. Aber die Energie ist eben halt so von so ein bisschen nochmal, ich schleiche herum. Aber dieses Herumschleichen bezüglich der Herausforderung nehme ich hier schon eben halt mit dieser Person eben halt wahr, ja. Ja, das nehme ich hier mit dem Fuchs und Fuchs im Haus des Fuchses, die Lilie und den Lilie eben halt der Bär, ja. Da nehme ich schon eben halt wahr, dass es eben halt dann, ja, mit dem Bären zu tun hat. Weil, wie gesagt, man hat sich hier irgendwie so zusammengerauft und das scheint jetzt halt auch in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten oder wie auch immer, spür da bitte hinein, ganz gut funktioniert zu haben. Und da war eben halt auch, ist auch allerdings dann auch die Frage, was für eine Harmonie das eben halt dann da auch für dich gewesen ist, ne? Das war es dann letztendlich schon, weil hier halt auch noch die Wolken eben halt auch bei der Lilie dabei liegen, ja? So, dass man eben halt sagen kann, ja, was war das denn so für eine Harmonie? War das wirklich so das, was ich mir aus dem Herzen heraus wünsche? Deswegen haben wir in der Tat hier die Herzensentscheidung eben halt auch liegen, ne? Und das Thema ist nämlich halt auch hier mit der Schlange im Baum, ja. Hier sind schon lange, lange Umwege gegangen worden. Und hier möchte etwas, wie soll ich mal sagen, auf den Punkt jetzt gebracht werden, ne? Also hier möchte jetzt mal wirklich eine Lösung gefunden werden. Und die Lösung, so wie es eben halt hier liegt, klar, gehören da immer zwei zu, wenn es hier um Partnerschaft geht, ja, um Beziehungen geht. Aber irgendwo ist es hier schon halt auch zu spüren, dass es ja halt auch etwas größerer Anteil von dir ist, wo du eben halt dich hier so durchgeschlängelt eben halt auch hast und ja etwas in die Länge gezogen hast, aus welcher Intention ja auch immer, wo du vielleicht nicht Nein sagen konntest oder. Also da gibt es eben halt ja viele Möglichkeiten, ja. Ich komme jetzt hier auch nochmal zu deinem Gegenüber, zu dem Herrn hier. Wie gesagt, momentan mit im Haus der Fische habe ich hier eben halt dieses bekannte Abtauchen bei ihm. Also er ist von der Situation eben halt geflohen. Und ja, die Gedanken mit dem Park, dem Fuchs und dem Klee. Ja, da ist es eben halt so, im Haus des Kleeblatts haben wir auch den Anker. Also da bringe ich ihm halt auch schon in Verbindung, dass er irgendwo so an die Vergangenheit denkt. Und hier irgendwo mit dem Park und Fuchs, ja, da ist ja schon, da muss ja schon irgendwie was passiert sein, was ihm bewusst ist, was da total verkehrt gelaufen ist, was man vielleicht auch verkehrt ins Außen gebracht hat. Beziehungsweise sogar, wenn man es nicht verkehrt ins Außen gebracht hat, ja, kann es eben halt auch sein, dass man eben halt herumgeschlichen ist und eben halt etwas überhaupt nicht nach außen gebracht hat. Deswegen ist ja hier dieses ganze Nebulöse, ne? Aber irgendwo mit dem Kleeblatt zum Schluss hier, ja, nehme ich schon wahr, dass diese Person hier, also dein Gegenüber, sich hier sagt, ich weiß auch nicht, jetzt habe ich irgendwie so diesen Satz, das ist aber doof. Ja, das ist aber doof, ja. Und ich möchte hier in der Tat eine Veränderung reinbringen. Und ja, finde ich schon mal ganz gut, ne? Zum anderen ist es hier schon so, und der Park ist ja auch rausgefallen, ne? Dass euer Gegenüber schon hier auch an ein Treffen denkt. Aber
irgendwo sich halt auch nicht so traut, ne? Eben halt aus dieser Situation, die da eben halt gewesen ist, ne? Und sich vielleicht halt auch noch sagt, okay, so eine kurze Weile, weil er oder sie eben halt ja noch so abgetaucht ist, ja, eine kurze Weile warte ich vielleicht noch ab. Aber ich sehe hier schon, weil euer Gegenüber hier halt auch die Sonne mitbringt. Also ihm oder ihr ist hier schon etwas bewusst geworden. Und dadurch kommt er eben halt hier halt auch in die Veränderung. Und das, also so ganz spurlos hier, ist das halt auch nicht an eurem Gegenüber vorbeigegangen. Ja, die Situation zwischen dir und ihm oder ihr, ja, das sehe ich eben halt hier mit der Sonne und dem Sarg. Also da, das ist schon Energieraub, das hat ihn schon Energie gekostet. Und also vielleicht hast du, lieber Krebs, auch hier und da immer gedacht, ach, er oder sie, die denkt sowieso nicht und ach, das kannst du eh alles vergessen und macht sich eh keine Gedanken. Nee, das kann ich eben halt ehrlich gesagt hier nicht sagen. Ich sehe schon, dass man sich Gedanken gemacht hat und dadurch eben halt auch etwas bewusst geworden ist, ja. Das nehme ich ihm halt hier ganz stark wahr. Mal eben hier das Haar wegmachen. Was ist denn hier noch? Ja, die Schlange. Die Schlange. Die habe ich ja gerade schon einmal gesehen hier in puncto der Umwege. Etwas, was sich ihm halt schon lange herzieht, ne? Oder hinzieht. Im Übrigen nehme ich die Energie halt auch hier bei dem Gegenüber, deinem Gegenüber eben halt auch wahr. Also da habt ihr wohl ähnliche Thematiken, deswegen wahrscheinlich halt auch hier die Sonne, die dir das eben halt spiegelt. Du ziehst etwas in die Länge, er zieht etwas in die Länge, also da seid ihr euch schon sehr ähnlich. Jetzt habe ich halt auch hier im Haus der Schlange das Kleeblatt mit dem Ring und deswegen schaue ich ihm halt hier hin, ja, dass es hier schon noch auch bei deinem Gegenüber jemanden gibt. Ja, wenn ich jetzt so sage, die Schlange, die nämlich hier irgendwie wie so eine Art Freundin war. Also, die nehme ich so, weißt du, die empfinde ich gar nicht so aus dem Herzen im Halt heraus, dass ich so dass ich sagen könnte, das ist hier eine totale Liebesverbindung, also was sehr, sehr Inniges oder so, ja. Das kommt mir jetzt nicht so rüber. Entschuldigung, ich gebe dir diese Information eben halt mal mit, weil ich sie eben halt hier sehe. Sekunde. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verschluckt. Ja, das kann eben halt dieses ganze Verworrene eben halt sein, ne? Wenn es jetzt eben halt bei dir noch jemanden gibt, wenn es jetzt noch hier bei ihm, ihr jemanden gibt, ja, und dass da eben halt noch einiges eben halt auch so im Nebulösen ist, im Unklaren ist, ja, und dass das natürlich dann schon hier irgendwo so zwischen euch steht, ne? Und ich denke mal halt auch wirklich in der Tat, dass du hier doch schon sehr skeptisch sein wirst und du sollst auf jeden Fall halt, oder du sollst auf jeden Fall irgendwie so nichts überstürzen. Das sagt dir auch die Position hier, die Fuchsschwanzspitze eben halt zum Baum. Weißt du, etwas nicht zu überstürzen, das ist ja in Ordnung, aber nicht etwas in die Länge ziehen. So, so eine Hinhaltetour, die du vielleicht von deinem Gegenüber her so kennst, ja. Also nicht hinhalten, deswegen kam mir so auch dieses, bleib bei deinen Hausaufgaben, ja. Also du darfst natürlich oder solltest eben halt auch wirklich erstmal in Ruhe überlegen, deine Entscheidung. Ja, das sehe ich ja halt auch hier. Nimm dir die Zeit für eine Entscheidung. Sprich auch deine Entscheidung nämlich halt auch offen aus. Aber deswegen so von die Aussage, die ich gerade so getätigt habe, jetzt darf es aber auch mal auf den Punkt kommen. So, dass das hier, ne, nicht immer wieder kommen muss. Also die ewig gleichen Gespräche, ja. Genau. Ja, das ist das, was ich so für die nächsten 3 Monate wahrnehme. Jetzt jetzt ziehe ich noch für dich eine Botschaft für die kommenden 3 Monate aus The Map, liebe geistige Welt, für meine lieben Krebse. Eine Botschaft aus The Map für die kommenden 3 Monate, Oktober, November, Dezember. Da ist sie. So,
Jetzt drehe ich sie so um. Alles klar, auf dem Kopf die Karte. Und zwar die Zahl 52. Vielleicht hat diese Zahl für dich eine Bedeutung. 5 plus 2, die 7. Vielleicht auch die Zahl, ja. Und hier geht es da langsam. Diese Karte bedeutet der magische Kartenverwandler. So sieht die Karte aus. Auf den Kopf gezogen. Also hier sind schon wirklich mehrere Optionen. Ne? Also da kreist ja schon ganz schön viele Optionen um dich hier rum. Ne? Ja, jemand hat die Augen verbunden und da denke ich mal, als wirklich, dass du nach innen dich wenden sollst und dich hier von diesen ganzen Äußerlichkeiten, passt auch nochmal wunderbar zum Park, ja, dich nicht beeinflussen lässt. Ja? Ich lege dir die jetzt mal aufrecht hin, aber sie ist ja umgekehrt gefallen. So, die 52 lese ich dir jetzt gerne vor. 50, 51, 52. Der magische Kartenverwandler. Das göttliche Prinzip inszeniert unser aller Schicksal. Umgekehrt. In umgekehrter Lage kann der magische Kartenverwandler dir das Gegenteil dessen bringen, wonach du suchst. Vielleicht verschließt du die Augen vor deiner Situation und weigerst dich, die Wahrheit zu sehen. Oder dein Weg führt dich immer wieder in ein Mohnblumenfeld, in dem du einschlummerst und von einem Verlangen träumst, das niemals reale Gestalt annimmt. Um das Leben, das du dir wünschst, wirklich zu leben, musst du dich auf seine Schwingungsebene begeben und eine innere Resonanz zu ihm schaffen. Manchmal sind es unsere tiefsten Enttäuschungen und Verletzungen, die uns die Augen für die Notwendigkeit öffnen, uns auf ein höheres Energieniveau zu begeben. Wenn du wund im Herzen bist und es an etwas zu zerbrechen droht, dann kann dich gerade deine Not zu einem wahren Leben führen. Verharre nicht im Schmerz und gib nicht dem magischen Kartenverwandler die Schuld, weil er dich auf die Illusion aufmerksam macht, an die du dich klammerst. Wisse, dass der Schatz für dich woanders liegt und dass du ihn heben kannst, sobald du deine Wunde geheilt hast. Wenn deine Verwandlung in dein höchstes Selbst beginnt, wirst du auch in der Lage sein zu verstehen, warum du dich in jedem Fall glücklich schätzen kannst, wenn ein magischer Kartenverwandler deinen Weg kreuzt. Passt 1:1 dazu. Ich empfehle an dieser Stelle, erstmal sage ich zu dieser Karte nichts. Ich würde ihm halt gerne das so für dich stehen lassen, weil ich gerne hätte, dass du da in dich hineinspürst, was es eben halt für dich zu bedeuten hat. Du kannst ja immer wieder das Video zurückspulen und dir den Text eben halt nochmals anhören. Ich empfinde eben halt die Karte auf jeden Fall hier in, oder ich empfinde hier genau deine Karte hier in diesem Reading eben halt auch wieder. Hier haben wir halt auch nochmal den Fuchs mit Sterne, vielleicht nehme ich halt das noch. Das ist schon eben halt die Kombination von, wo hast du dir eben halt etwas vorgemacht, ja. Wo bist du eben halt auch letztendlich hier mal in dieselbe Wiederholung gegangen, was du vielleicht bei deinem Gegenüber gesehen hast, aber eben halt nicht bei dir, weil du eben halt hier nicht den größeren Umbruch starten konntest, ja, wertfrei gesagt, ja, und deswegen ist eben halt für dich erneut die Entscheidungsphase da. Und die sehe ich eben halt schon, dass die im Oktober, November, Dezember kommen wird, diese Situation. Möglich, dass du das wirklich in dieser Zeit regelst mit dieser Situation. Und wenn nicht, nehme ich eben halt hier in der Tat wahr, dass es auch noch bis ins 2022 reingehen kann. Weil eben halt hier Kreuz, Fuchs, Park und die Blumen eben halt auch liegen. Und dieses nehme ich hier mit der Situation wahr, mit dem Brief, der hier kommen wird, der wichtige. Und ja, von daher bitte spür in dich hinein und ja, die eben halt wirklich diese innere Wahrheit, ja, das spricht nämlich halt auch vom Haus. Das Haus spricht davon von innerer Wahrheit. Sei zu dir selber ehrlich. Was will ich? Das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Was will ich, ne? Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine super gute Intuition, super gutes Gefühl. Nimm dir Zeit für die Entscheidung. Zieh bitte das nicht in die Länge, weil das bringt dir auch nichts.
und spüren, aber du bist ein Wasserzeichen, ja, also Wasser ist ja gleich Gefühl und dein Gefühl ist eine Art Barometer. Und wenn sich da etwas mit der Nachricht nicht gut für dich anfühlt, ja, was eventuell eben halt mit dieser Illusion halt auch zu tun hat, dann hat es seine Berechtigung, dann ist das schon richtig, was du da spürst, ne? Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit für die kommenden 3 Monate und alles, alles Liebe für dich, lieber Krebs, und bleib mir bitte gesund und wir sehen uns im Dezember wieder. Dann geht es ja weiter mit den Readings für 2022. Bis dahin, lieber Krebs, tschüss!